Dann ist es Met. Ja, wenn er was Süßes mag, dann sind es Mädchen. Das auch. Servus Leute, willkommen zurück zu Angry Video Game Nerd 2 Assimilation Leckerchen. auf Hard als Balls. Ich habe selbst einen Aufpacken, Schmack, ist immer Hartes. noch dabei. Genau. Das Jerks meint ohnehin schon, ich bin so bekloppt, weil ich das versuche. Naja. Das sage ich ja die ganze Zeit hier. Ja. Ich habe mir jetzt Hintergrund reingeschmissen, ihr könnt euch jetzt denken, was ich als. Oh Gott! Nein! Au! Ihr könnt euch schon denken, was ich jetzt als Stimulation. Hallo, als Du wirst Stimulation in am diesem Laufen Level, habe. wenn du nicht weißt, wie du es am Ende machen solltest, wirst du hier wahrscheinlich die ersten kleinen Rages bekommen. Ah ja, auch das Zahnrad da unten bringt dich um. Das Rädchen. Das ist auch instant. Ja, Genauso wie die ich bin Blöcke. doch so ein Honk. Ich bin Horst. Doppelhonk. Der Wolf ist ein Horst. Ach, das krieg. Das Nein, krieg. er ist nicht ein Horst, Das er krieg ich ist doch der nie. Horst. Ey, bin ich Der bekloppt? springt rein. Ich weiß selbst nicht, was ich mir da gerade gedacht habe. Ich dachte so, ich habe Sarah ins Hintergrund reingeschmissen und dann denke so, ach Sarah, oh liebe Sarah. Und auf Ah ja, einmal Wolf ist so mein Hirn nebenbei. ausgeschalten. Ah ja, Wolf so nebenbei ist, gibt es auch hier sehr viel Anspielung auf den Angry Video Game Nerd Film. Den habe ich mir zwar noch nicht angeschaut, aber den hole ich irgendwann mal nach. Aber so, was ich hier mitbekommen habe, ist das auf jeden Fall hier in der Anspielung. Naja, ich habe nur ein einziges Video von Angry Video Game Nerd gesehen. Und das war Dr. Jacob und Mr. Hyde oder wie das hieß. Oh ja, das war genial, das Aber Video. auch nur, weil ihr es mir nahegelegt habt, sonst hätte ich das Video wahrscheinlich niemals angeguckt. Oh Gott! Irgendwie Video Game Nerd ist ein YouTuber, den sollte man auf jeden Fall mindestens schon mal gesehen haben. Ey, bin ich bekloppt? Ja. Also die Battletoads-Folge gefällt mir auch ganz gut. Die was? Die Battletoads-Folge. Von der Nerd? Jo. Hahaha, ich habe seinen Schuss mit meinen verwechselt. Oder Ikari Warrior. Hoppla. War die Battletoads-Folge nicht mit dem Multiplayer? Mit dem Gitarristen. Simon. Ah. Mit dem Ja, Gitarristen stimmt, da haben Simon. sie sich gegenseitig in die Abgründe, aber ich aber. Das habe ich nicht komplett angeschaut. Ich bin mehr so der Fan von der Super. englischen Nerd-Format. Ich bin so gut in dem Spiel. Ich bin Du bist so sehr gut gut. in dem Spiel, also. So grandios sterben, da wirst Das kann nicht jeder. Ja, stimmt. Ich bin so Gibt noch einen hirnverbrannt. einzigen, der tatsächlich in dem Fall besser sterben kann in dem Spiel, und das bin ich. Und da rollen die Augen. Weißt du was, verreck? Suizid ist aber keine Lösung, oder? Für den Nerd schon. Tod den Nerd. Hallo, warum drückt der automatisch Start? Also wenn du hier schon an dem Level verzweifeln wirst, dann will ich nicht wissen, wie es am Ende ist. Obwohl doch, möchte ich wissen. Warum? Das war doch schon lang weg. Oh. Ja, dadurch, dass es blinkt, Dadurch, dass kann es man das blinkt. vielleicht von der Hitbox einschätzen. Naja, eine Ampel blinkt auch und die meisten Leute fahren noch drüber. Über Rot? Nein, bei blinkendem Grün. Ah, stimmt, ihr habt ja keine Gelbphase, ihr habt ja blinktes Grün als Gelbersatz. Nein, wir haben auch gelb. Weil bei uns sind die Ampeln so, dass sie grün sind, dann blinken sie grün, dann ist gelb und dann ist rot. Ah, das ist sogar besser als in Deutschland. Weil wir Wieso? in Deutschland haben zwei Ampeln. Die Bahnübergänge sind einfach bloß grün und rot. Das wird dann einfach dann von rot wird es halt dann wieder aus. Und die normalen Ampeln haben halt gehen halt von grün, dann wird es gelb und dann einfach rot. Einfach so ohne Blinken? Was sind das für beschissene Ohne Blinken, Ampeln? ja. Was sind das Ja, für das Be ist halt Ey, blöd. Ja Deutschland, gut, ne? jetzt.
Besser als keine Ampel. Besser als Italien, wo die alle drüber rasen mit ihren. In Italien sind die. Manche blinken ja gar nicht. Ja, zum Beispiel im Kreisverkehr, wenn die Leute da nicht blinken, das kotzt mich so an. Dann weiß ich gar nicht, ob der jetzt rausfährt oder raus. Na, ich bin abgerutscht, lalala. Ob der jetzt aus dem Kreisverkehr rausfährt oder ja, drin. Das mag ich auch nicht, aber irgendwie blinkt. Und dann warte ich die ganze Zeit und dann ärgere ich mich immer, wenn der dann plötzlich doch rausfährt. Und dann. Ja, also ich blink da immer bei Kreisverkehren. Ich auch, das soll man ja auch, aber irgendwie blinkt bei uns kaum einer. Ja, bei mir auch kaum einer. Auf der Abos wird's lustig, wenn die nicht blinken. Auf der was? Auf der Abos wird's lustig, wenn die nicht blinken. Abos? Oder Auto. Abos. Ach, Autobahn. Jo. Ja, besonders wenn man einen Kleinwagen hat, wird's lustig. Und wenn das ein Lastwagen macht oder so ein Jeep. Hau ab, ich will das haben. Ich will das haben. Ich geb dir mal ein bisschen einen direkten Tipp. Den letzten Speicherpunkt einzusammeln war ein Fehler. Scheiße. Nerd, warum? Okay. Jetzt wirst du gleich merken, was das für ein Arschloch ist. Der Klassiker ist ja so. Ach so, weil ich die Dinger nicht habe, nicht wahr? Ja, die waren weiter oben. Oh. Dieses Einfädeln nach Einfahrten. Diese Ausfahrten. Oh ja, das ist auch immer so. Wenn ich keiner reinlassen will. Stellt sich bisher gut an. Der ist an sich sehr, sehr einfach. Ich war zu nah dran. Kann ich nicht irgendwie drei Flaschen? Nein, kann ich nicht. Hallo, komm her. Kann man das überspringen? Jedenfalls dieser Fahrer-Egoismus von manchen. Also ich finde, dass der Critic immer irgendwie random springt. Ja, manchmal. Und das kotzt mich halt echt an. Und das, damit hat er mich halt öfter bekommen. Hat er mich halt öfter gekriegt. Nerd! Seras, bist du schon mal kurz nach grün angehubt worden? Ja. Von hinten? Zufällig habe ich da den Barcelona-Vlog gemacht, kurz vor Barcelona. Weil ich manche so eilig haben, dass. Ja, war klar. Ich wünschte, du würdest sofort auf die Sekunden losfahren, wenn es grün wird. Vor allem, ich habe ja vorne noch eine Kamera, immer im Auto. Falls irgendwie was passieren sollte, rechtlich gesehen, dass ich auf jeden Fall was beweisen kann. Da habe ich nochmal nachgeschaut. Die Ampel war keine Sekunde grün, schon hups. Naja, diese extrem gestressten Leute. Also ich kann es ja verstehen, wenn die Leute gestresst sind. Das heißt, ich muss da an einem Zug durch. Aber ich warte zuerst so 3 bis 5 Sekunden und dann gebe ich meist entweder Lichthupe. Oder wenn ich halt sehr pissig bin, gibt es halt einen kleinen Huperchen. Aber erst so nach 3 bis 5 Sekunden. Und nicht sofort. Aber ich hatte schon mal Leute. Die bleiben dann stehen. Ich hub dann. Die fahren 2 Meter und bleiben nochmal stehen. Ich muss das jetzt auf einem Schlag schaffen. Und dann möchte ich um die Sau herumfahren, weil die kein Stück sich bewegt. Wo ich sie überholen wollte, fährt die Sau plötzlich los. War schon gefährlich. Ich muss das schaffen, ohne zu sterben. Wow. Oder da zum Beispiel auf der Schnellstraße da in Stuttgart rein, habe ich ja sogar hochgeladen. Das Video. Ja, hab ich gesehen. Alte einfach ohne zu blinken in mich reingraste. Von der anderen Spur. Nein! Fast. Stimmt, Wolf, du brauchst ein zusätzliches Item, um diese Bombe zu holen. Ich glaube, weil die Rentner sich auf die Straße verlieren. Ich habe das Gefühl, dass 90% der Autofahrer das Gefühl von der Straße und von dem Auto und von ihrem Körper verlieren. Es ist scheiße, ich habe jetzt die Dinger nicht mehr. Welche Dinger?
Die Kugel kannst du doch erst einsammeln, wenn du ein zusätzliches Item hast. Das hast du nicht. Nee, die Kugeln am Anfang. Weißt du was? Ach, weiter oben. Nee, die Kugel gibt es im Grunde hier zweimal. Oder wer gab sie am Anfang? Weiß ich gerade gar nicht. Ich muss das in einem einzigen... Nein, das sind die falschen Kugeln. Was, die machen nicht Instant Kill gegen den Typen? Nee, die machen nicht Instant Kill. Ja, danke, habe ich mich jetzt umsonst umgebracht. Zudem ist der Critic im Tutorial halb so stark wie der jetzt. Super. Kommt der überall vor? Der kommt recht oft vor. Scheiße. Trotzdem will ich es einmal auf einen Schlag durchschaffen. Daran liegt mir viel. Das Spiel allgemein, oder? Nein, diese eine Passage hier jetzt. Außerdem habe ich Super Meat Boy jetzt auch wieder zum Laufen bekommen, worauf ich total stolz bin. Super Meat Boy ist an sich einfach. Das stimmt, das könnte ich mal wieder weiterzocken. Ich bin ja bei der, keine Ahnung, Salzfabrik stehen geblieben. Ja, ich bin wesentlich weiter. Und oh nein, es ist die Hölle, wo ich stehen geblieben bin. Ja, das geht ja noch alles bis dahin, aber die pinke Wall. Ja, das ist das auch einfach noch. Ja gut, hin und wieder sterbe ich halt, aber. Das Blödeste ist, dass meine Controls nicht so wirklich funktioniert haben. Ja, diese rote Hölle, von der du erzählt hast. Die rote Hölle wird dir gefallen wohl. Also das dann nicht einsammeln. Doch, solltest du. Okay. Dann hast du höhere Chancen, weil das ist das, du brauchst das andere Item. Du brauchst quasi die Fähigkeit, gewisse Sachen zu sehen. So. Also Hologramme zu sehen. Dieses Hologramm ist von der Bombe und diese Bombe kannst du dann benutzen, um diesen Critic mit zwei Hits auszunocken. Echt? Und da darfst du bis zum vorletzten Speicherpunkt jeden mitnehmen, nur den letzten halt nicht, weil sonst kommst du halt nicht mehr an die Bombe ran, an die Hologrammbombe. Kann man den auch so irgendwie besiegen? Man kann es, aber frag mich nicht wie. Auf Oldschool war dies noch recht möglich. Da war die Sau kein Problem, aber auf Hardest Balls macht die Sau echt Probleme. Kann nicht mehr hochklettern, da rechts. Ja, und es quollt auch nicht mehr. Ich habe übrigens viel gelacht, Ceres, bei der Entwicklung der Compilation. Irgendwo ein unsichtbares Item. Ich hab viel gelacht bei der Entwicklung deiner Compilation. Das glaube ich dir. Das Gold anscheinend doch. Toll, da bin ich nicht hoch genug, aber es ist trotzdem nervig. Stimmt, da kommst du jetzt nicht mehr hoch. Scheiße. Nee. Das Item wäre quasi über der Cartridge. Aber das kannst du erst einsammeln, wenn du wirklich dieses diese Eigenschaft hast, es zu sehen. Kommt erst nach dem? Oder hoppla. Das Item, das ich meine, mit dem du die Hologramme sehen kannst. Oh. Ja. Das kommt in einem ganz anderen Level. Jedenfalls danke für gebrannte Nüsse für den Part, dass du ihn auch den empfohlen hast. Ich habe ihn ja dann benutzt. Der war auf jeden Fall noch ein Lacher wert. Ja. Ich weiß, wie ich den angehen kann, aber dafür habe ich zu wenig Zeit. Die Zelda 3 Farce war auch nicht schlecht. Oh ja, da war ich ganz schön pissig. Vor allem, wie schlecht ich da spiele. Na gut, es ist schon nervig, dass man da aus dem Dungeon rauskommt und schon kriegt man was in die Rosette reingehen. Ich habe auf jeden Fall es genossen. Aber was ich halt nicht so verstehe, dass du halt das Bild reingemacht hast. Also, oh Gott. Magical Quest 2. Ja. So, da habe ich ja nicht wirklich gewählt. Stimmt. Die Stelle ist ja so Mittelmaß. Darum. Ist das da unten Jason?
Ja, das soll tatsächlich eine Anspielung an Jason Voice sein. Freitag der 13. Oh, aber hier gibt es nicht nur so eine Anspielung. Ja. Es gibt viel mehr Anspielungen. Zum Beispiel ist dieses Schwarz-Weiß eine Anspielung an den ersten Dracula-Film, beziehungsweise dem überhaupt ersten Horrorfilm. Achso, ich kann da gar nicht durchspringen. Und gut zu wissen, dass die Stacheln nicht instant death sind. So nebenbei, der killt dich instant. Der Typ. Ja, wundert mich mit nicht. Der Kettensäge. Wundert mich nicht. Und diese Kettensäge ist eine Anspielung an das Logo, Cine Massacre. Es war auch schön, das Öl wieder zu sehen. Das ist auch schon Skifahren. Wow, ich bin so Idiot, warum springe ich? Stimmt, eine F13 auf dem. Auf der Säge drauf. Friday the 13. Aha, daneben. Komm doch, du Arsch. Ah, der gute Jason. Und vor allem hat er seine Machete am Rücken, das ist ja geil. Hau ab von mir, Batman. Kann ich durch die Ketten durchspringen? Ja, kannst du. Ja. Eine Säcke. Da unten ist was. Ja, die komischen Geisterblöcke machen auch so komisch. Ja, stimmt. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Super Meat Boy. Stimmt, da gab es so eine Stelle, da musste ich sehr lachen. Also im Nachhinein, wo ich mir das angeschaut habe. Da kam die Erinnerung wieder an die gute alte Skifahrt auf dem Yoshi's Island Schneeberg. Ja, das habe ich gesehen. Vor allem, was ich was wir da für Scheiße gelabert haben in dem Together da. Ist die Kugel, ist die Kugel eigentlich stärker als der Schuss? Da prallt der Schuss auf jeden Fall ab. Freut euch auf Raymond. Da wird's richtig. Was da bisher schon abging bei uns. Ach, das Wasser. Ich sag nur Big Mama. Sondern als Ace Mama heißt sie. Ach nee, Schwimmmechanik. Geister! Jetzt hört man meinen Controller bestimmt voller Kanne. Ja, was? Jetzt hört man meinen Controller bestimmt voller Kanne. Was sagtest du, Schmacki? Verzweiflung. Ja. Meine erste richtige Verzweiflung in dem Together. In Rayman. Ja, weil die Level so scheiße hardcore wurden. Ja, die sind teilweise echt nicht mehr feierlich. Au. Ich hab gewusst, dass die Kette kommt. So ein gewisser Sprung. Ja. Boing, boing. Guck mal, Papa, Bälle! Die Bälle sind auf jeden Fall verbessert worden, weil sie wie Flungis rumspielen. Springen. Oh nein. Warum eigentlich wieder Fledermäuse in so vielen Spielen? Ja. Immer sind es Fledermäuse. Was haben Fledermäuse der Welt getan? Sie sind beliebte Abfuck-Gegner. Oh ja, das sind. Selbst in Tomb Raider gibt es Fledermäuse. Ah, ich bin so ein Hirnverbrannter. Na gut, das Gute ist, dass es im Radius keine Fledermäuse gibt. Oder sind sie? Ja, ich kann durch den Block durchfallen. Die Yoshi's Island Blöcke. Die Blöcke verschwinden halt. Ja, ich weiß, aber ich wusste nicht, dass ich durchspringen kann. Oh oh. Was ist hier wieder? Nein! Das war gemein. Direkt in die Rosette rein. Das war grad geil. Mitten ins Gesicht aus dem. stellt ihr mal vor, Wolf, wie mies es wäre, wenn man durch die Blöcke von unten nicht durchspringen könnte. Wenn der von oben dir wieder rein, dann müsstest du so einen Mega-Man-Jump machen. Du weißt, was für ein Jump ich meine. So ein Ecksprung. Yeah. Boom. Und du, 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 du. Du, 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 du.
ist der Force Radio Sound. Geil. Noch eine Stage geschafft, naja, immerhin. Wenn ich eine Stage pro Video schaffe, dann wird das ziemlich lange dauern. Das war Angry Video Game mit 2 Assimilation. Ich hoffe, es hat... Schau mal oben. Was, wo? Ja, da ist ein Totenkopf und weiter. Nein, der Name. Saturate Shitfest. Ja, und was heißt Nein, das? Drüber. Monster Madness und weiter. An was erinnert dich das? Monster Madness? Nein. Doch. Was? Nee. Naja. Es ist tatsächlich eine Art dran. Das könnte vielleicht sogar eine Anspielung drauf sein. Ungewollt oder. Auf Monster Max wahrscheinlich nicht, weil Monster Max ist leider viel zu unbekannt. Ja, aber es könnte ja trotzdem irgendwie. Es ist auf jeden Fall vielleicht eine ungewollte Anspielung. Naja. Das war ein Video mit 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich. Also, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Tschüss. Tschüss.